Guten Morgen, schön, dass du dabei bist. Wir wollen heute unser Jesus preisen, ihn feiern. Er ist unser Gott, er ist unsere Hoffnung. Für ihn gilt unser Lobpreis. Amen. Lass uns ihn preisen. Here we go. Bin ich, um dich zu finden, denn du schenkst mir Gnade her. Anbetung soll mein Opfer sein, erhoben bist nur du allein, ich kann nicht anders als dich zu Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen, Herr. Halleluja, wir preisen deinen Namen, Jesus. Du bist würdig. Sag ihm, hier bin ich Herr. Hier bin ich, um dir zu danken. Du hast mich verändert, Herr. Wenn du dein Leben für mich gabst, am Kreuz für meine Sünde starbst, ich kann nicht anders als dich zu verändern. Du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Du bist Gott, du bist Herr, mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit, ich will dich immer preisen. Und preise den Namen Jesus heute Morgen. Jesus, du bist würdig. Gebe deine Stimme noch stärker. Du bist Gott und du bist Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit. Ich will dich immer preisen. Du bist Gott und du bist Herr. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Du regierst in Ewigkeit. Ich will dich immer preisen, Herr. Immer preisen, Herr. Jesus, unser Lobpreis ist für dich. Dich immer preisen, Herr. Wir ehren dich, wir preisen dich, oh Herr. Jesus, dich immer preisen, Herr. Halleluja, preis deinen Namen. Im Namen Jesus. Halleluja. Wir kommen zu dir, Jesus. We worship your name, God. Come. Now is the time to worship. Come. Now is the time to your heart, God, just as you are to worship, God, just as you are before your God, God.
God, one day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship. Oh, worship the Lord. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Willingly we choose, willingly choose to surrender our lives. Willingly our knees will bow. Our hearts, our minds, and strength, we gladly choose you now. Oh, come, now is the time to worship. We worship the Lord. Come, now is the time. Just as you are, God. Just as you are, God. Just as you are, God. Wir kommen zu dir, Jesus. Wir beten dich an. Du bist so wunderbar. So wunderbar, bei dir zu sein, Jesus Herr. Erhebe deine Stimme jetzt und bete Jesus an, da wo du bist, in deinem Wohnzimmer. Mach ihn groß, er ist so wunderbar. Was für ein Privileg, ihn zu kennen und jetzt schon Anbetung und Lobpreis und Stärke zu ihm zu bringen. Und eines Tages wird jeder über sich beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Wir sind so froh, das jetzt schon zu tun. Oh, sing es. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch der große Schatz bleibt für dich bestehen, die jetzt schon mit dir geht. Jede Zunge, komm. Jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, gib ihm Danke. Du komm zu Jesus, komm, so wie du bist und bete an. Komm, so wie du bist vor deinem Gott. Und jede Zunge wird dich bekennen als Gott. Jeder wird sich beugen vor dir. Doch
der größte Schatz bleibt für die Beste, die jetzt schon mit dir geht. Jede Zunge wird dich bekennen als Gott, jeder wird sich beugen vor dir. Doch der größte Schatz bleibt für die Willkommen, komm, jetzt ist die Zeit, wir beten an. Komm, jetzt ist die Zeit, wir bringen dein Herz. Komm, so wie du bist und bete an. Jetzt ist die Zeit, komm, so wie du bist, komm. Jesus anzubeten, wir sind hier, Jesus, Herr, kommen mutig zu dir. Halleluja, 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 danke, Jesus. Ehren dich, beten dich an, Jesus, Herr Vater. Kommen vor deinem Thron, Jesus, Herr, um dich anzubeten, im Geist und in der Wahrheit. Denn du hast uns einfach ermöglicht, mutig vor dir zu kommen, Jesus, Herr. Danke, Vater. Jesus, wir kommen vor dir zu deinem Thron. Es ist einfach wunderbar. Zur Gnade steh ich hier, vor deinem Thron, mein Gott, sei der mich alles hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein, durchbohrt. Dechate mich, ich darf bei dir sein, ewiglich. Mein Herz neu verdammt, und Satan flößt mir Zweifel. Die Stimme meines Herrn, die Furcht muss fliehen, ich bin sah. O preis den Herrn, der für mich geht und meine Seele ewig schützt. Mutig komm ich vor den Thron, freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich rein, du lässt mich ganz rein, in deinen Armen darf Jesus ist, der alle Schönheit überträgt. Die Liebe, der Sohn ist hier, gerecht und treu steht er zu mir. Reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wir sind
gehört. Oh, komm, mutig komm ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du nennst mich ganz dein. Dein Blut macht mich rein, du nennst mich ganz dein, in deinen Armen da bin ich froh. Ich laufe in deinen Armen. Jesus zu dir, das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, der Druck, das das ist der Grund, warum wir feiern. Feier deinen Namen, Jesus, wir sind befreit, der du das Urteil. Reißen Herr, reißen Herr, er kann für meine Schuld mutig komm ich vor den Thron. Freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du nennst mich ganz dein. In deinem Namen darf Jesus, wir danken dir, dass wir in deinem Namen sein dürfen, dass wir in alle Freiheit vor deinem Thron kommen dürfen, um dich anzubeten. Wir bringen dir unsere Anbetung, unser Lobpreis in diesem Morgen, Herr. Wir kennen, du bist der Herr, du bist der Retter, du bist der Erlöser, du bist der König aller Könige, Jesus, Herr. Empfange unser Lobpreis, empfange unsere Anbetung, unsere Dankbarkeit, Jesus, Herr. Es ist für dich. Der größte, der schönste, der mächtigste Name, Jesus. Oh, komm zu Jesus, komm mutig vor dem Thron und bete ihn an. Halleluja, Halleluja, wir beten dich an. Jesus, wir beten dich an. Jesus, vielen Dank, dass du uns heute Morgen hier begegnest. Danke, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass wir niemals alleine sind, weil du mit uns bist. Und auch wenn wir mal untreu sind, bist du treu. Und danke, dass du uns das gezeigt hast, auch die letzten Tage mit Regenbogen am Himmel und dass deine Sonne heute Morgen wieder über uns scheint. Danke, dass du gut bist. Amen. Durch die Situation habe ich erlebt, dass eben bei Menschen eine große Offenheit momentan ist und eben bei Nachbarn, bei Lieferanten, bei anderen, die ich immer wieder im Gespräch habe, habe ich gemerkt, dass
so eine Zeit wie diese wirklich optimal ist, auch um Menschen anzusprechen auf Jesus Christus. Und ich finde das ein großes Privileg und möchte da auch jeden ermutigen, das zu tun und diese Chance zu nutzen. Auch hören wir von Gemeinden, von vielen Gemeinden, die über diese Online-Gottesdienste jetzt bis zu 10-fach so viele Menschen erreichen, wie eben momentan man sonst in normalen Gottesdiensten erreicht hat. Und auch dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ich habe uns Gebetsanliegen mitgebracht und da würde ich gerne zuerst für die Erlacher Höhe hier vor Ort, aber auch für alle diakonischen Einrichtungen, die durch die Corona-Krise an starke organisatorische Herausforderungen gebunden sind oder eben diese haben, dafür beten, eben, dass sie gute Besuchskonzepte entwickeln können, dass sie bewahrt sind, dass sie Weisheit haben, dass Segen und ja, eben Stärke für die Mitarbeiter und Leiter da ist und dass sie kreative Wege für Andachten und Gottesdienste entwickeln können. Auch haben wir einige Bilder geschickt bekommen von unserer Gemeinde, Gemeindeleute, die eben Gebetsanliegen haben und die wollen wir jetzt einblenden. Jesus, danke, dass du Menschen berührst in dieser Krise und dass Menschen offen sind, ihre Herzen wieder neu aufgemacht sind für dich, für deine Botschaft. Und wir beten, dass du Hoffnung hineinbringst, wieder neue Leben, Frühling stattfindet in Leben, Herr Jesus, die dich noch nie erlebt haben, aber die jetzt neu zu dir kommen. Beten auch, dass viele durch eben die Online-Gottesdienste angesprochen werden und dann auch reale Beziehungen entstehen zu Christen in ihrer Umgebung und zu Gemeinden. Wir beten, dass du Menschen zu dir ziehst und ihnen einfach begegnest in deiner Liebe und in deiner Gnade. In Jesu Namen. Amen. Herzlich willkommen an all unsere Gäste, Online-Gäste, und wir wünschen uns, dass ihr euch zu Hause fühlt bei uns. Nehmt gerne Kontakt mit uns auf. Wir haben verschiedene Adressen für euch, die wir gerade einblenden, und abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal, auch die Newsletter. Ansonsten finde auch eine Kleingruppe, auch wieder hier gibt es eine Einblendung einer Adresse. Wir freuen auch uns über eure Online-Spenden. Die Teamtreffen werden auf Zoom stattfinden am 5. bis 6. Mai 19.30 Uhr. Kleingruppen auf Zoom 12. bis 13. Mai um 19.30 Uhr. Gemeinsam Gebet findet auch auf Zoom statt. Am 8. Mai, Donnerstag, ist das 20 Uhr. Der nächste Gottesdienst findet wieder auf unserem YouTube-Kanal statt am 10. Mai. Und weitere Infos werden folgen. Falls ihr noch Hilfe braucht beim Einkaufen oder mit Gesichtsmasken, meldet euch bitte einfach bei Maite. Auch hier findet ihr die Nummer und E-Mail-Adresse jetzt angeblendet. Mutig komm ich vor dem Thron,
freigesprochen durch den Sohn. Dein Blut macht mich frei, du nimmst mich ganz rein, in deinen Armen darf ich sein. Oh, komm ich vor den Thron, freigesprochen. Das ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, der Grund, das Urteil. Ist der Grund, warum wir feiern. Wir sind befreit, er tut das Urteil. Preisen Herr, preisen Herr, er kann für meine Schuld bezahlen. Ich gehe wieder fischen. Wir gehen auch mit dir. Meine Kinder! Hattet ihr Glück? Werft das Netz auf der rechten Seite aus und holt es ein.
Königreichs ist der Herr. Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Kommt und esst. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich mehr als diese? Ja, Herr. Du weißt, dass ich dich liebe. Beide meine Lämmer. Simon, Sohn des Johannes. Liebst du mich? Ja. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Beide meine Schafe. Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Du weißt doch alles. Du weißt, ich liebe dich. Weide meine Schafe. Armen, Armen, das sage ich dir. Als du noch jung warst, gürtetest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Folgt mir. Herr, und was wird er tun? Wenn ich will, dass er bis zu meinem Kommen bleibt, was geht das dich an? Folge mir nach. Es sind schon über 40 Tage, dass wir in diesem Ausnahmezustand sind. Heute ist, glaube ich, Sonntag Nummer 8, in dem wir Gottesdienst online feiern. Und ich weiß es nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so ein bisschen auf die Nerven, das ganze Lockdown und Isolation. Ich möchte gerne wieder einfach meine Freunde besuchen können, Menschen umarmen, mit euch Gottesdienst im Live feiern und einfach, dass das Leben normal läuft. Aber ich weiß, so einfach ist das nicht. Die Zahl 40 ist eine besondere Zeit in der Bibel. Es sind so viele wichtige Sachen mit diesem Zahl 40 verbunden. Zum Beispiel 40 Jahre Israels Wanderung in der Wüste. Oder 40 Tage war Mose auf dem Berg Sinai und hat die 10 Gebote und diese Offenbarung Gottes bekommen. 40 Tage fastete Jesus in der Wüste und wurde versucht von dem Feind. Und dann gibt es noch die 40 Tage nach Ostern, zum Himmelfahrt. Und genau in dieser Zeit befinden wir uns eigentlich jetzt. Wir haben vor ein paar Wochen Ostern gefeiert und jetzt steuern wir Richtung Himmelfahrt. Und in diesen 40 Tagen sind viele besondere Begegnungen mit Jesus passiert. Und wir haben in den letzten Wochen einige davon schon angeschaut. Wir haben über die Emmaus-Jünger gesprochen, vor ein paar Wochen. Wir haben über Thomas, der ungläubige Thomas, kamen über die Begegnungen am Kreuz und ums Kreuz. Und jetzt geht es weiter in diese Begegnungen, die nach Ostern geschehen sind.
In Lukas Evangelium berichten in Lukas Evangelium und Johannes Evangelium zweimal berichten die Evangelien von zwei ziemlich ähnlichen Gegebenheiten, die aber doch sehr feine und wichtige Unterschiede haben. Das eine ist Lukas Evangelium Kapitel 5 und das andere Ereignis ist im Johannes Evangelium Kapitel 21. Und da würden zwei Schlüsselereignisse vor allem für Simon Petrus beschrieben. Beide Male war Simon Petrus bei einem nächtlichen Fischgang einfach berichtet, wo er einfach versucht hat, ja, Fische zu fangen. Das war ja sein Beruf vor Jesus, ja, bevor er Jesus nachfolgte. Beide Male fordert Jesus die Fischer, den Fisch am frühen Morgen, nachdem sie die ganze Nacht versucht haben, Fische zu fangen, nochmal den Fisch rauszuwerfen und auf die rechten Seiten des Bootes. Das macht eigentlich menschlich überhaupt keinen Sinn, denn man hat viel bessere Möglichkeit, nachts Fische zu fangen, als am hellen Morgen. Eigentlich machte das menschlich überhaupt keinen Sinn. Und als erfahrene Fischer wussten die Jünger und wussten auch Petrus, das hat keinen Sinn. Und doch, jedes Mal hatte sie einen riesen Fang gehabt. Im Johannesevangelium sagt er uns sogar genau, 153 Fische haben sie gefangen. Diese Geschichten ähneln sich sehr, aber es gibt doch sehr wichtige und feine Unterschiede. Im Lukas 5, 10 bis 11 spricht Jesus zu Simon, fürchte dich nicht, von nun an sollst du Menschen fangen. Und sie brachten die Schiffe ans Land, verließen alles und folgten ihm nach. Diese erste Begegnung war die erste Berufung von Simon Petrus, Jesus nachzufolgen. Und er und die anderen Jünger ließen wirklich alles zurück sofort. Und sie folgten Jesus nach. Der zweite Fischgang im Johannesevangelium passiert erst nach der Auferstehung Jesu. Und es mag vorerst irritieren, dass Petrus scheinbar wieder zu seinem alten Beruf gegangen ist. Der war wieder am Fischen fangen. Und das ist doch auch merkwürdig, oder? Nach allem, was er erlebt hatte mit Jesus, die ganze Wunder, die ganze tolle Erfahrungen der Herrlichkeit Gottes. Er hatte sogar jetzt auch die Auferstehung von Jesus miterlebt, hautnah. Und trotzdem geht er wieder in seinem alten Beruf. Irgendwann hat ihn zurückgehalten, noch in seine Berufung zu kommen. Er war irgendwie entmutigt, hat seinen Fokus verloren. Und denke, dieses Frühstück an diesem kühlen Morgen, am See Genezareth, war wirklich entscheidend und lebensverändert. Ein Wendepunkt im Leben von Petrus. Genauso wie damals das ein Wendepunkt war, wo er Jesus nachfolgte. Ich glaube, Petrus hat diese Begegnung gefürchtet. Er hatte Angst davon, wann wird Jesus ihn ansprechen auf seine Verleugnung, auf sein Versagen. Was war eigentlich geschehen? Petrus hatte seinen Mund sehr voll genommen und er hat dann gesagt, Herr, wenn alle dich verleugnen und verlassen, ich werde dich nie verlassen, ich werde für dich sterben, ich werde bis zum Ende an dir halten. So einfach war es, dachte er, Jesus nachzufolgen. Und dann kam aber dann die richtige Prüfung. Jesus wurde festgenommen und Petrus, voller Angst, hat Jesus dreimal verleugnet. Und diese Schuld und Scham war jetzt auf ihn und überwältigte ihn. Die Tage danach waren eine enorme Berg und Talbahn, ein Wechselbad der Gefühle. Jesus wurde getötet, zwei Tage später war sein Grab leer. Was war da passiert? Einmal erschienen Jesus
erschien Jesus wieder zu den Jüngern, zu den Frauen, auch zu ihm, dann war er wieder weg. Und das passiert alles in diese 40 Tage jetzt nach Ostern. Und er kam mit diesem schlechten Gewissen zu den Jüngern, weil er wusste, er hat Jesus verleugnet. Der starke Petrus, der Fels, auf dem die Gemeinde gebaut werden musste, hat Jesus verleugnet. Und da waren bei diesem Frühstück am See Genezareth. Und Petrus kommt ins Rotieren. Wie wird Jesus jetzt mit diesem Versagen umgehen, mit dieser Schuld, die auf ihn liegt? Was würde Jesus jetzt sagen? Aber die Frage, die Jesus stellt, das überrascht alle. Das überwältigt dann alle. Jesus stellt eine einfache Frage. Petrus, hast du mich lieb? Einfach so. Petrus, hast du mich lieb? Dreimal nacheinander. Fragt ihn, liebst du mich mehr als die anderen? Und Jesus spricht Petrus hier an mit diesem Wort Agapas, von der diese Agape-Liebe kommt. Das ist die höchste und selbstlose Liebe, die göttliche Liebe. Und das kann eigentlich kein Mensch natürlich so eine Liebe ausüben. Petrus antwortet darauf zweimal mit Ja, relativiert aber die Frage von Jesus. Sagt, Herr, du weißt, dass ich dich gern habe. Er antwortet mit Philo, mit dieser freundschaftlichen Liebe. Das ist nicht die selbstlose Liebe und auch nicht diese göttliche Liebe. Jesus doppelt, fragt nochmal, Petrus, liebst du mich? Agapas, liebst du mich, Petrus? Und wieder antwortet Petrus, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Ich habe dich lieb, Philo. Ich habe dich lieb als Freund. Ich habe dich lieb als Mensch. Nun fragt Jesus zum dritten Mal, aber er merkt, Petrus kann menschlich das nicht so erreichen. Und er reduziert und er fragt ihn, Petrus, liebst du mich? Aber mit dem Philo, Phileis, Liebe. Und dann jedes Mal, als Petrus antwortet, Herr, du weißt, dass ich dich liebe, dann sagt ihm Jesus, weide meine Schafe oder hüte meine Lämmer. Und Jesus lässt nicht locker. Als Jesus zum dritten Mal fragt, ist Petrus ziemlich gekränkt, irritiert, hat schlechtes Gewissen, denkt, warum fragt mich Jesus immer wieder, was will er eigentlich von mir? Und offensichtlich in diesem Moment, als Jesus Petrus sagte, weide meine Schäfer, wurde der Grundstein gelegt für diese große Berufung von Petrus. Dass er dann diesen Apostel der Gemeinde sein wird. Und er, wo es dann um Tod und Leben geht, würde Petrus ab jetzt Jesus nachfolgen. Jesus ergänzt und sagt ganz schlicht, folge mir nach. Folge mir nach. Nach einem kurzen Dialog sagt er zu allen Jüngern, folge mir nach. Heute geht es um diese Frage, liebst du mich? Das ist die Frage, die alles verändert. Hast du mich lieb? Jesus fragt nicht nach Petrus sein Versagen, sondern er fragt nach seinen Motiven. Und genauso auch heute. Frag Jesus nicht, wie gut wir sind, wie gut wir das alles schaffen, sondern frag nach unserer Motivation. Denn die anfängliche Motivation von vielen von den Jüngern war definitiv nicht ganz sauber und richtig. Aber eigentlich, was wissen sie es jetzt? Das Zweite ist, Jesus fragt, und das ist die Frage auch für uns, was motiviert mich? Wenn wir uns gegenüber sehen, beschäftigen wir uns mit den Regeln, mit Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Heiligkeit, wie vollkommen er ist und mit unserem Fehler, wie unvollkommen wir sind eigentlich. Und das ist normal. Wir verbringen viel Zeit und Energie, Fehler und Versagen möglichst zu vermeiden. Aber Gott geht es nicht darüber, sondern er fragt uns, hast du mich lieb? Er fragt nicht nach Perfektion, sondern nach Motivation. Was treibt mich an?
Und das ist ihm offenbart sehr zentral und wichtig. Damit wären auch unsere Fehler und Sünden nicht unwichtig. Das ist kein Freibrief, irgendwie einfach chaotisch zu leben und in Sünde zu leben. Aber Gott vergibt gerne. Und er redet gar nicht mehr davon, von unseren Versagen. Wichtig ist ihm unser Herz, unsere Herzensmotivation. Und die ganze Bibel ist eigentlich ein Ruf Gottes. Ihr Menschen, gib mir euer Herz. Gib mir euer ganzes Herz. Und Gott möchte einfach in dieser Liebesbeziehung zu uns leben. Und die soll durch Jesus Christus wiederhergestellt werden. Und dadurch werden wir zu wahre und echte Nachfolger Jesu und Kinder Gottes. So, wir sehen hier, Jesus verlangt eine bedingungslose Nachfolge. Er will, dass die Motivation von Petrus rein ist und heilig ist. Dass er das nicht aus eigenen Motiven macht. Und genauso will er, dass wir nicht, wenn wir Jesus nachfolgen, irgendwie aus eigenen Motiven und aus eigener menschlicher Motivation das tun. Und dass sich bei dieser Folge mir nach um eines des letzten Worten überhaupt von Jesus sind, bevor er in den Himmel gefahren ist, gibt das auch nötige Gewicht, wie wichtig das ist, dass das Fundament der Liebe und der Nachfolge in uns real ist. Zweitens, es gibt eine bedingungslose Liebe. Diese Agape-Liebe ist eine bedingungslose Liebe. Das Zentrum, die Achse unseres Lebens soll Gottes Liebe für uns und die Liebe zu Gott sein. Das ist das wichtigste Gebot. Liebe deinen Gott mit deinem ganzen Herzen, deine ganze Kraft, ganze Seele, ganzen Verstand. Augustin, der vom 354 bis ca. 430 lebte, prägte diesen gewagten Satz: Liebe und was dann willst, das tue. Er sagte, wenn du liebst, dann wirst du alles, auch was tust, stimmen und in der richtigen Motivation sein. Das ist kein Freibrief zu sündigen, nein, sondern wenn unser Leben durch die heilige Liebe Gottes gelebt wird, dann wird es auch heilig und gottgefällig und wird Unterschied machen in dieser Welt. Jesus wusste, ich brauche keine Moralapostel, sondern Menschen, deren Herz und deren Leidenschaft mir gehört. Mit solchen kann ich mein Reich bauen. Nochmal, interessant ist hier, dass Jesus merkt, Petrus kann gar nicht diese Agape-Liebe, diesen hohen Standard der göttlichen Liebe erreichen. Und Jesus setzt den Standard, diese Voraussetzung eigentlich auf dem Level von Petrus, diese Philo-Liebe. Das dritte Mal, nachdem er zweimal gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Agapos. Am dritten Mal sagt er Philo. Warum? Weil er uns irgendwie billige Gnade oder Liebe anbietet? Definitiv nicht. Diese Liebe hat den höchsten Preis am Kreuz bezahlt für uns. Und das ist ein Gnadengeschenk Gottes. Und genauso ist diese göttliche Agape-Liebe ein Gnadengeschenk Gottes für uns. Und Gott gibt uns das als Geschenk. Und er weiß, Petrus kann das gar nicht erreichen. Aber wenn seine Motivation rein und heilig ist, dann schenke ich ihm diese Agape-Liebe, diese göttliche Liebe. Und dann wird das passen, dann wird das genügen, dann wird das vollkommen. Dann wird diese menschliche Liebe ergänzt durch die göttliche Liebe in unserem Herzen. Da können wir dann für Jesu brennen. Jesus wusste, Philo ist das Beste. Diese Philo-Liebe, menschliche Liebe, ist das Beste, was in diesem Moment Petrus bringen konnte. Mehr geht es gar nicht. Und trotzdem sagt Jesus zu Petrus, liebst du mich? Dann lauf nicht mehr weg. Dann du wirst nicht mehr versagen. Hüte meine Schafe. Dreimal sagt ihm das. Und das saß. Das veränderte Petrus für immer. Und ich finde es so genial, wie Jesus mit Petrus umgeht, mit welcher Liebe und welchem Verstand. Und das Geniale ist auch,
weil Jesus wusste, dass diese menschliche Liebe nicht ausreicht und dass wir mehr brauchen. Wir brauchen mehr von Gottes Kraft. Nach dieser Geschichte in Johannes 21, das nächste Kapitel in der Bibel, ist Apostelgeschichte 1. Und da geht die Geschichte weiter. Es ist eigentlich die gleiche Geschichte, obwohl ein anderes Buch ist. Und dann, was passiert dann? Was sagt Jesus in dieser Zeit? Er ist kurz davor, jetzt in den Himmel zu fahren. Und ich habe den Eindruck, manche von den Jüngern haben es immer noch nicht verstanden, um was es geht. Kurz bevor Jesus in den Himmel fährt, fragen sie ihn noch einmal, Jesus, wirst du dein Königreich hier auf dieser Erde wieder aufrichten? Wirst du wieder deine Herrschaft? Die wollten immer noch ihre Positionen und ihren Gewinn, ihren Dividenden der Nachfolge. Und deswegen sagt ihnen das Folgendes, hey, ihr müsst noch nicht losziehen, ihr könnt noch nicht losziehen in diese Welt. Ihr müsst warten, ich muss auf was warten. Und Jesus sagt Folgendes, Apostelgeschichte 1, 4 bis 8. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du diese Zeit für Israel die Königherrschaft wieder her? Er sprach aber zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seinem eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria und bis ans Ende der Erde. Oh, Halleluja! Ich bin begeistert von dieser Kraft und von dieser Liebe Jesu. Wir dürfen seine Zeugen sein, Jesu Botschafter, Jesu Hände und Füße in dieser Welt. Aber die Grundlage von allem ist die Liebe. Liebst du mich? Fragt dich der Herr heute. Liebst du mich, Živko? Fragt Jesus heute. Und es ist so wichtig, dass wir unser Leben immer wieder neu justieren, neu aufrichten zu Jesus, damit wir diese Power des Heiligen Geistes, diese Kraft empfangen dürfen. Und da kommt die Fülle der Liebe Gottes, die Agape-Liebe in unserem Leben und ergänzt unsere menschliche Philo-Liebe. Und dann dürfen wir wirklich als gesegnete, bevollmächtigte Nachfolger Jesu leben. Ich höre die Stimme Jesu heute, auch zu dir in deinem Leben. Liebst du mich? Weide meine Lämmer. Liebst du mich? Hüte meine Schafe. Liebst du mich? Weide meine Schafe und folge mir nach. Halleluja. Ist die Liebe zu Jesu, zu unseren Mitmenschen, unsere höchste und einzigste Motivation, an Gott zu glauben und Jesus nachzufolgen. Ich glaube, in solchen Zeiten wird auch dieses Fundament geprüft. Und ich möchte uns heute anladen, als Christen oder vielleicht als Menschen, die nach Jesus suchen, unsere Nachfolge, einfach unsere Hingabe und Berufung in Erneuerung der Nachfolge zu Jesus zu kommen. Ich möchte beten und möchte dich einladen, zu beten und zu Jesus zu kommen, zu sagen, Herr, prüfe mich, Herr, lass meine Nachfolgen, lass meine Motivation vor dir rein und heilig sein. Lass es richtig sein, mit deinem aufrichtigen Herz. Jesus, du lädst uns in die Nachfolge zu dir. Vater, wir danken dir, dass du uns so sehr liebst, dass du uns diese Agape-Liebe anbietest. Und ja, Herr, wir können nie diese höchste göttliche Liebe erreichen. Aber was wir können ist, wir können dir unser Herz vollkommen bringen. Komplett. Ohne Wenn oder Aber.
und sagen, Herr, hier sind wir. Wir geben dir unsere Liebe. Alles, was wir haben, mach du das vollkommen. Mach du das, dass es ausreicht. Dass es dir Freude macht. Wir lieben dich, Jesus, weil du uns zuerst geliebt hast. Und niemand hat eine höhere Liebe gezeigt als du allein. Du hast dein Leben für uns gegeben und geopfert. Dir sei alle Ehre. Komm jetzt, Heiliger Geist, und erfülle uns einfach mit deiner Liebe. Lass dein lebendiges Wasser über uns fließen und fallen, sodass du unsere Liebe, unsere Hingabe erneuert wird. Wir wollen dir nachfolgen, Geist Gottes, du bist willkommen. Macht uns neu. Macht uns rein, dass wir bis ans Ende unseres Lebens diesen Lauf des Glaubens laufen mit einer aufrichtigen Herzensmotivation aus Liebe zu dir. Danke, Jesus. Halleluja. Danke für deine Gnade. Danke für deine Liebe. Danke, Jesus. Oh, Halleluja, Halleluja. I'm singing you, Hallelujah, for all eternity. Hallelujah. Und vielleicht bist du heute da, du kennst diesen Jesus gar nicht. Sagst, was soll ich empfangen? Ich kenne ihn gar nicht. Ich kann diesen Jesus noch gar nicht vertrauen. Für dich ist Jesus vielleicht ein Mensch der Geschichte oder ein moraler Lehrer, ein Philosoph. Aber Jesus ist viel mehr als das. Jesus ist der Sohn Gottes, der gestorben und auferstanden ist für dich persönlich, der dir auch diese Liebe schenken kann, diese göttliche Liebe, die einen vollkommenen Frieden und Geborgenheit und dieses ewige Leben uns schenkt. Und wenn du das heute tun möchtest, die Bibel sagt, heute ist der Tag der Errettung. Es gibt keinen besseren Tag als heute, dich für Jesus zu entscheiden. Ich möchte dich einladen, Gott zu vertrauen. Römer 10,9 sagt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Es ist ein Versprechen, es ist eine Zusage Gottes. Du kannst Jesus heute in deinem Herz einladen. Und wenn du nicht genau weißt, wie man das tut, möchte dir gerne helfen, möchte dieses Gebet sprechen. Du kannst gerne mitbeten, das nachsprechen oder mit einfach mitsprechen. Und wenn du es von ganzem Herzen tust, aufrichtigen Herzen, sag das Wort Gottes, du wirst errettet werden. Sag, Herr Jesus, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Sei du mein Herr und Retter. Vergib mir all meine Sünde. Reinige mein Herz. Leite du mein Leben. Ich folge dir nach. In deinem Namen bete ich, Jesus. Amen. 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 Sei willkommen in der Familie Gottes. Wenn du es von ganzem Herzen gemacht hast, sagt die Bibel, du bist von Neuem geboren. Du bist eine neue Schöpfung. Und heute gibt es Feier und Party im Himmel. Und möchte dich bitten, wenn du diese Entscheidung getan hast, kontaktiere uns. Wir haben verschiedenste Möglichkeiten. Du kannst uns per WhatsApp, per Messenger, über unsere Webseite kontaktieren. Wir würden dir gerne helfen, einfach die ersten Schritte, die Next Steps mit Jesus zu machen. Und wir feiern mit dir. Willkommen in der Familie Gottes. Sei gesegnet. Wir lieben euch. I will kneel in the dust at the foot of the cross where mercy paid for me. Where the wrath I deserve, it is gone
it is best, your blood has healed me. Mercy, mercy, as endless as the sea. I sing your hallelujah. We will lift up the cup and the bread we will break, remembering your love. We were fallen from grace, but you took our shame, and now we for all eternity. It's your mercy, Lord, mercy, mercy, as endless as the sea. Sing your hallelujah for all. The wonder, oh, the wonder of your mercy. May I sing your hallelujah, hallelujah. May I never lose the wonder, oh, the wonder of your mercy. May I sing. Danke dir für das Kreuz, Jesus. Danke für dein Blut.
Danke für dein Leib. Danke, Jesus, Herr. Halleluja. Heute Morgen ist auch Zeit, wieder Abendmahl zu feiern und diese höchste Liebe Jesu zu feiern. In Johannes 6, ab Vers 53 bis 58 steht: Darum sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Menschensohnes esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaftige Speise, mein Blut ist wahrhaftig Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird er, auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Es ist nicht wie das Manna, das eure Väter gegessen haben und sind gestorben. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Wow, was für eine Kraft ist einfach in diesen auferstandenen, lebendigen Herr Jesus Christus. Sein Leib wurde für uns gegeben, sein Blut für uns vergossen. Und dadurch haben wir ewiges Leben. Und das ist das Fundament unseres Glaubens. Seine Liebe, sein Opfer am Kreuz, alles, was er für uns am Kreuz vollbracht hat. Das dürfen wir auch heute feiern. Und ich lade euch auch zu Hause, einfach eure Herzen vorzubereiten. Und einfach jetzt einfach in einem Gebet vor Jesus zu kommen. Einfach ihm zu danken für seine Liebe, für das Kreuz, für sein Opfer und für dieses Grund zum Feiern. Amen. Let's pray. Jesus, we come to your table this morning. We want to give you thanks, remembering the sacrifice of Jesus Christ on the cross for all of us. Thank you, Father, that through Jesus you showed us your love. And today we can receive this love as we partake from the bread and the wine, Lord Jesus. Thank you, Father, because you show us the greatest love that you have for us, for humanity, that you didn't let us go astray, but you gave us, Jesus, you gave us salvation. Father, I pray that you help us to love you the way that you show us how to love, Lord Jesus. To you, love you, and also love our neighbor, our next, Lord Jesus. Help us this week to live this love and show this love for others, Lord. Amen. Amen, amen. Lass uns gemeinsam das Abendmahl des Herrn feiern. Meine Leib Christi für dich gegeben. Lass uns gemeinsam aus dem Brot essen. Das Blut Christi für dich vergossen. Lass uns aus dem Kelch trinken. Amen. Jesus, wir danken dir für das ewige Leben, das du uns geschenkt hast. Du bist einfach wunderbar. Du bist gut. Wir ehren dich. Wir preisen dich. Wir danken dir an diesem Sonntag. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Ich möchte euch heute segnen
mit dem Segen des Herrn. Was für ein Privileg, dieses ewiges Leben zu haben. Durch Jesus, durch seine Liebe, durch sein Blut, durch seine Auferstehung am Kreuz. So möchte ich euch segnen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God and the fellowship of His Holy Spirit be with you and with us all. Im Namen Jesus beten wir. Amen. Sei gesegnet, hab eine gute neue Woche. Wir halten noch auf dem Laufenden, wie es weitergeht mit unseren Gottesdiensten. Viele Sachen sind im Werden, im Vorbereiten. Wir werden euch informieren und wir hoffen, bald wieder gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Sei gesegnet im Namen Jesus. Amen. Es gibt Dinge im Leben, die man nicht alleine tun kann. Wie zum Beispiel Tischtennis spielen. Eine Wurzelbehandlung durchführen. Im Stau stehen. Einen Flashmob veranstalten. Sich zum Essen verabreden. Einen Vertrauenstest machen. Okay, ich lass mich fein. Manche Dinge kann man einfach nicht alleine bewältigen. Dein Leben ist eins davon. Deine Reise mit Gott. Wenn es darum geht, sind wir zusammen einfach besser. Egal wie alt du bist, welche Interessen du hast, wo du wohnst oder in welcher Lebensphase du dich befindest. Echte Lebensveränderung erlebst du immer im Kontext von Gemeinschaft. Also warte nicht darauf, dass etwas passiert. Finde die Gruppe, die genau zu dir passt. Leite die Gruppe, von der du schon immer geträumt hast. Dein Leben, deine Kleingruppe.